Hallo und guten Tag. Mein Name ist Matthias Heinrich. Ich helfe Menschen und Unternehmen seit 2010 mit Coachings und Seminaren über sich hinauszuwachsen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, innere Bilder von bestimmten Situationen in Vertrieb und Führung zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu korrigieren. Kurze Impulse wie der folgende lassen neue Ideen und Inspirationen in Ihr Tagesgeschäft einfließen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian-Impuls. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, inwieweit wir als Führungskräfte Fehler und Schwächen, die wir haben, und Fehler, die wir machen, das ein oder andere Mal unseren Mitarbeitenden gegenüber zugeben und offen kommunizieren sollten oder ob wir diese Dinge lieber vertuschen, verdecken und für uns behalten sollten. Und gerade in Krisenzeiten ist das wieder häufig ein Thema, was diskutiert wird, immer wieder, weil ich bisher wenige Führungskräfte erlebt habe, die gerade in Krisenzeiten grundsätzlich immer alles richtig gemacht haben. Machen wir uns da zunächst bitte zwei Dinge bewusst. Punkt Nummer eins. Menschen, die nach Ratschlägen fragen, Menschen, die um Hilfe fragen, Menschen, die Fehler zugeben, zeugen davon, dass sie nicht nur in der Lage sind, selbstreflektiert zu arbeiten, sich selbst zu reflektieren, auf sich selbst draufzuschauen, sondern dass sie auch in der Lage sind, Fremdreflexionen von anderen Menschen anzunehmen, Ratschläge und Ideen von anderen Menschen anzunehmen. Und ich finde, dass Menschen, die diese Eigenschaft haben, nicht nur sich selbst zu reflektieren, sondern auch um Hilfe zu fragen, dass diese Menschen sich überhaupt gar nicht angreifbar machen, sondern diese Eigenschaft eher als Stärke ausspielen können. Und Punkt Nummer zwei. Die allermeisten Menschen haben zwar kein rotes Kreuz auf dem Rücken, aber gleichwohl habe ich wenig Menschen erlebt, die, wenn man sie nett und freundlich um Hilfe fragt, wenn man Fehler, die gemacht werden, sich dafür entschuldigt oder um Entschuldigung bittet, dass diese Menschen dann mit dem Finger zeigen und sagen, wie dumm bist du denn, dass du diesen Fehler gemacht hast. In den allermeisten Fällen stoße ich auf Verständnis nach dem Motto, ja, kann passieren, lass uns schauen, dass es das nächste Mal nicht wieder passiert. Also insofern ist auch das für mich überhaupt kein Zeichen von, dass ich mich angreifbar mache oder dass ich mich abwerte, sondern dem Grunde nach, dass ich sehr selbstreflektiert mit der Situation umgehe. Und drehen Sie doch den Spieß einfach mal um. Schauen Sie doch mal bitte, wenn Sie um Hilfe gefragt werden, wie bereit sind Sie, Rückmeldung zu geben, zu unterstützen, Ideen zu geben und Fehler von anderen Menschen, wenn Sie wirklich auch unabsichtlich passieren, zu verzeihen und damit positiv umzugehen. Und wenn Sie das machen, warum sollten es andere Menschen anders machen? Ein weiterer Punkt zum Thema Freunde. Wir haben heute in den sozialen Medien viele sogenannte Freunde. Und wozu sind Freunde da? Fragen wir sie doch einfach mal um Rat. Diskutieren wir doch mal in den sozialen Medien bestimmte Themen, wo wir uns vielleicht unsicher sind und schauen mal, was für Antworten wir bekommen. Und möglicherweise stellen Sie fest, dass sich Freunde ganz schnell von wie auch immer entfernten Bekannten unterscheiden und dass es durchaus interessante Diskussionen geben kann. Sind wir dann gezwungen oder sollten wir, wenn wir Empfehlungen, wenn wir Ratschläge, wenn wir Ideen bekommen, diese dann eins zu eins auch so automatisch umsetzen? Nein, sicher nicht. Am Ende des Tages sind wir für uns verantwortlich, übernehmen die Verantwortung für uns und dürfen natürlich Ideen, die wir bekommen, die für uns nicht passen, dann auch mal beiseite legen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich viele Ideen, die ich bekommen habe und die ich nicht umgesetzt habe, dass ich dann im Nachhinein gelernt habe, naja, hätte ich es mal vorher so gemacht, wie es mir von außen zugetragen wurde, dann hätte ich die ein oder andere Abkürzung tatsächlich für mich nehmen können. Woran liegt das? Naja, ganz einfach, wir diskutieren den ganzen Tag mit uns und über das, wie wir sind und wie wir machen und wie wir tun und vergessen dabei natürlich eine Außensicht, die jemand anders von außen ganz anders auf uns hat, als wie wir das tun. Und insofern sollten wir schon gerne mit Menschen nach ihren Meinungen fragen, Fehler offen zugeben. Wir machen uns dabei überhaupt nicht angreifbar. Gilt das jetzt nur für Führungskräfte oder gilt das für alle Art von Menschen?
Na, ich hoffe, Sie haben die Rhetorik in der Frage erkannt, denn auch Führungskräfte sind Menschen und insofern gilt das natürlich für alle, die irgendwo im Leben unterwegs sind. Niemand ist fehlerfrei. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Kommunikation Ihrer wie auch immer kleinen Schwächen, die Sie haben, Ihrer Fehler, die Sie machen. Und dann schauen Sie mal, was Sie an Resonanz bekommen. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und Gute. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.